Ja, servus, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal Fuchs Gaming. Und ich bin wie immer der Fuchs für euch. Genau. Und ja, herzlich willkommen hier in Mittelerde. Die Geschichte um Arshed geht spannend weiter. Jetzt beenden wir die Einleitung des Spiels, indem wir den Kampf um Arshed hier verteidigen. Und ja, seid einfach gespannt. Schaut zu. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, auf okay. John Farnbach und seine Jäger haben das Randgebiet von Arshed in Flammen vorgefunden. Ein verzweifelter Kampf zur Rettung ihres Dorfs beginnt. Hoffentlich seid ihr noch rechtzeitig eingetroffen. Aufpassen, sie sehen uns! Was? Wo? Wir haben uns gesehen. Los, Bewegung! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Stadt steht bereits in Flammen. Wir können hier nur kurz ausruhen, bevor sie sehen werden, dass wir die Ostmauer durchbrochen haben. Ich fürchte, wir sind jetzt hier nicht mehr sicher. Wir müssen meinem Vater helfen. Wir müssen Hugo retten! Ich kann nicht sehen. Amdir ist ganz in der Nähe. Er ist dem Gemetzel im Dachs entkommen. Ihr müsst ihm helfen, den Dachs zu verteidigen. Diese Schwarzwolds wollen den Hobbit und den Hauptmann. Ich habe etwas in den Flammen gesehen, das sie verfolgt. Ihr müsst sie retten. Arshed muss immer noch gerettet werden. Ich fürchte, dass der Verrat von Cornelius Strohlhelm und Otto nur den Beginn des Kampfes einläutete. Wir müssen einen Weg zum Gasthaus, zum tobenden Dachs finden. Peggy hat uns einen Weg zum Marktplatz offen gelassen. Vielleicht können wir von dort aus hineingelangen. Folgt mir! Dort sind noch mehr! Ja! Wir kommen! Ihr habt die Feinde vom Marktplatz gejagt. Ihr kämpft gut, Treso, aber ich befürchte, das Schlimmste steht noch uns bevor. Wir müssen meinen Vater finden, ehe es zu spät sein wird. Der Marktplatz ist fürs Erste sicher. Doch müssen wir weiter vorstoßen? Wenn wir zu lange warten, werden wir ganz Arshed verlieren. Wir müssen einen anderen Weg finden ins Zentrum der Stadt. Gegrüßt. Ist die Handwerkshalle sicher? Uns auf das Schlimmste gefasst machen. Obwohl der tobende Dachs brennt, hege ich immer noch Hoffnung. Ihr habt euch gut geschlagen, mein Freund, aber unsere Lage scheint aussichtslos. Wir haben den Marktplatz und die Werkstätten geschützt. Der tobende Dachs brennt bereits. Vielleicht lebt mein Vater noch, aber mir bleibt nur wenig Hoffnung. Folgt Atli und mir. Wir werden dieses Dorf bis zum Tod verteidigen, wenn es sein muss.
Alter! Ich wusste, ihr würdet überleben! Ich lebe, mein Sohn, doch ermüdet mich der Kampf langsam. Fällt Arschit nun? Die Zuschuweisung ist jetzt keine Zeit. Das stimmt, ich werde die Hobbits und den verletzten Mann bewachen. Wollt ihr die Angreifer zurückhalten? Sie nähern sich! Die kommen, verteidigt uns! Verteidigt uns! Macht euch auf das, den letzten Ansturm befasst. Gekommen. Mein Vater hat recht, niemandem zu trauen. Das ist wirklich ein trauriger Tag. Arschit ist niedergebrannt, mein Vater tot und der Waldläufer wurde von bösen Männern verschleppt, wenn man sie so nennen kann. Jetzt bleibt uns nur noch abzuwarten, bis das Feuer endlich erlischt. Dann können wir mit etwas Glück mit dem Wiederaufbau des Abendorfes beginnen. Das hier ist nicht der richtige Ort für einen Hobbit. Wir müssen euch und die anderen wieder sicher ins Auenland bringen. Nachdem Archet von den Schwarzwolds befreit wurde, eilen die Hobbits zurück ins Auenland, getrieben vom Wunsch, wieder ein friedliches Leben führen zu können. Doch an den Grenzen nehmen die Unruhen zu und der Schatten der Angst marschiert an der Seite der Nazgûl. So, wir sind jetzt in Lützelbinge angekommen. Hundo Dackheim-Beutlin möchte mit uns reden. Was manche Leute sich rausnehmen. Oh, ihr werdet mich niemals wieder außerhalb des Auenlands antreffen. Einige Beutlins mögen Freude an unbequemen Abenteuern haben, aber ich nicht. Ich darf gar nicht daran denken, dass ich auf die Hilfe des großen Volks angewiesen war, um mich aus den Klauen anderer zu befreien. Und ihr wart mit eurer Art, uns zurück ins Auenland marschieren zu lassen, auch keine große Hilfe, Treso. Oh, ich habe meinen ersten Rufpunkt erhalten. Yippie! Leute!
Nein, habe ich nicht. Habe ich denn? Kann ich? So, er handelt. Ja, das nehmen wir. Ah, okay. So, muss ich da noch irgendwas machen oder ist es jetzt einfach geklärt hier? Jedes Volk hat ein eigenes Set aus Eigenschaften, die mit den Vollbringen bestimmter Taten erworben werden können. Sobald ihr eine Eigenschaft erhalten habt, könnt ihr sie ausrüsten, indem ihr sie zu einem beliebigen Volk-Eigenschaftsfeld zieht oder einem Rechts- oder Doppelklick auf die Eigenschaft macht. Ihr könnt eine Eigenschaft deaktivieren, indem ihr sie vom Eigenschaftsfeld wegzieht oder erneut einem Rechts- oder Doppelklick darauf. Mit Eigenschaften weder ausrüsten noch deaktivieren, solange ihr euch im Kampf befindet. Also das haben wir hier. So. Rassen haben wir noch nicht. Und hier haben wir noch keinen Punkt. Okay. So, wir haben auf jeden Fall hier erstmal können wir eine Geschenke. Plus 20 Tugenden Erfahrungspunkte. Okay. Ein bisschen Geld. Klar. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ja, gerne. Das ist Hanebüchen, Treso. Ich werde mich nicht eher zufrieden geben, als bis ich eine Entschädigung für die Unbill erhalten habe, die mir diese Schwarzwort zugefügt haben. Ich wurde schlecht behandelt, und zwar schlechter, als es irgendein Hobbit ertragen würde. Ein Sackheimbeutlin sollte durch das Auenland und sogar bis ins Breeland reisen können, wenn er es wünscht, ohne in Gefahr zu geraten, entführt zu werden. Und wenn einem Sackheimbeutlin Gold versprochen wird, dann sollte er dieses Gold auch besser behalten, nee, erhalten, wenn die Angelegenheit vorbei ist. Das ist nur gerecht. Ich habe diesen Brief hier geschrieben, während ihr unterwegs wart und nach Jon Farnbach gesucht habt. Er enthält kein Wort darüber, dass die Räuber Arschet niedergebrannt haben oder darüber, dass der Waldläufer so eigenartig geworden ist, aber es sollte wirklich für den alten Mehlkloß ausreichen. Bringt meinen Brief zu Bürgermeister Willi Weißfuß in Michelbinge. Ihr werdet ihn bei der Stadthöhle finden. Wenn ihr den Ort betretet, ist die Stadthöhle gleich auf der linken Seite. Sie ist von Hecken umgeben. Okay. So, was haben wir noch Schönes? Der Grenzer. Was möchte der Grenzer denn gerne? Er hat keine Aufgabe mehr für uns, wa? Der Grenzer. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Es heißt, ihr seid jemand, der Leuten in Not beisteht. Nun, falls ihr uns Leuten hier im Auenland helfen wollt, müsst ihr den Grenzern beitreten. Die meisten Hobbits sind freundliche Leute. Aber sie sind Fremden gegenüber misstrauisch. Grenzern vertrauen sie aber, zumindest ein bisschen. Wenn ihr den Grenzern beitreten möchtet, müsst ihr mit dem zweiten Landbüttel sprechen. Nun, er kann euch bei den Grenzern aufnehmen. Ihr findet ihn in Michelbinge, nahe der Stadthöhle. Der zweite Landbüttel Bodo Bunze genießt viel Respekt hier. Wenn er sagt, ihr seid von der richtigen Sorte, dann hören ihm die Leute zu. Bitte wartet eine Minute. Das Auenland wird euch zu eng, was? Ich sage, ihr solltet nach Bre gehen, wo die Menschen leben. Für jemanden, der so fündig wie ihr, gibt es dort sicher Arbeit. Geht auf der Straße nach Osten. Und bevor ihr euch verseht, habt ihr Bre auch schon erreicht. Aber bleibt immer schön auf der Straße. Die Grenzer entfernen sich nicht weit vom Auenland. Sprecht nach eurer Ankunft in Bre mit dem Bürgermeister. Er ist wirklich ein netter Kerl und könnte einige Aufgaben für euch haben. Interessant. Viele, viele Aufgaben. Viele, viele Aufgaben. So, Alfred Kutklip. Ihr da, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Seid ihr schon auf der Handwerkermesse in Michelbinge gewesen? Wenn nicht, dann solltet ihr dort unbedingt hingehen. Dort gibt es eine Werkbank, eine Schmiede und sogar einen Ofen, die nur darauf warten, in Beschlag genommen zu werden. Wenn ihr wirklich glaubt,
dass euch das Handwerk im Blut liegt, dann solltet ihr Jadebauten auf der Handwerksmesse aufsuchen. Sie freut sich immer, wenn sie jemandem helfen kann, nützliche und schöne Dinge zu fertigen. Geht östlich durch Lützelbinge und folgt dann dem südlichen Pfad nach Michelbinge. Dort dem südwestlichen Pfad von der Statue von Marcho und Blanco ins Zentrum und geht dann an den Stellen rechts vorbei. Wenn ihr an der nächsten Kreuzung links abbiegt, dann gelangt ihr zur Handwerksmesse. Jade wird euch sicher gerne weiterhelfen. Okay, Handwerker sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Briefträger Neuburg. Post für Michelbinge. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Oh, hallo. Seid ihr auf der Durchreise? Führt euer Weg euch vielleicht nach Michelbinge? Ich habe nämlich eine Tasche, die Postmeister Stolzfuß in Michelbinge übergeben werden muss. Der Postschnelldienst besitzt nicht mehr den Ruf, den er einmal hatte. Und mir liegt viel Wert daran, dass die verehrten Hobbits im ganzen Auenland wieder auf eine flinke Zustellung ihrer Post vertrauen können. Würdet ihr die Posttasche dort drüben vom Tisch nehmen und sie Postmeister Stolzfuß bringen? Er ist auf dem Platz vor der Stadthöhle. Haltet einfach nach der Mauer Ausschau. Bitte übergebt ihm die Tasche so schnell wie möglich, denn er wird sich über mich ärgern, wenn sie nicht rechtzeitig bei ihm ankommt. Ach, und lasst euch bei der Zustellung der Post nicht von Wichtigtouren stören. Ob Regen, ob Sonne, ob neugierige Hobbits, ein Briefträger muss die Post rechtzeitig ausliefern. Perfekt. Ja, und damit haben wir doch wirklich einen Sack voll Aufgaben bekommen. Hier in Lützelbinge, also es geht gespannt weiter, hier im Auenland, dem freundlichen Land der Hobbits. Ich freue mich riesig, hier meine Aufgaben hier zu erledigen. Ja, und damit kommen wir auch wieder zum Ende dieses Let's Plays. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich richtig rasend über ein Abo freuen hier auf meinem Kanal. Und vergesst dann auch nicht gleichzeitig die Glocke zu drücken, wenn du wissen willst, wie es weitergeht hier in Mittelerde und dem kleinen Hobbit Tresor. So, ich bin dann raus. Ich bedanke mich recht herzlich. Bis dann. Tschüss.